Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Odyssey. Da oben ist eine Quest. Da gehen wir doch mal ganz gerne hin. Weiß nicht, ob das heißt, da ist eine neue Quest oder ob ich da eine nicht verfolgte Quest bearbeiten kann. Ah, Markus Weingut, okay. Dann gnädige Götter. Ah, da geht's zu den gnädigen Göttern. Viech. Ich glaube, ich werde hier tatsächlich öfter die Reisefunktion nutzen als in Origins, weil hier komme ich echt gar nicht mit den Wegen klar. Griechenland ist mir zu verwinkelt. Ja, wobei, ich trinke erstmal keinen weiteren Tee, weil ich bin heute noch auf dem Konzert. Und Tee rauscht halt mal so durch, ne? Wie sie gesagt hat, der Karren ist ziemlich mitgenommen. Anscheinend sollten diese neuen Körbe zum Markt. Und dann brach der Karren. Das sollte helfen. Besser sie als die Banditen. Die beklaue ich auch nicht. Auch wenn es keiner gesehen hätte vielleicht, beklaue ich die Frau nicht. Wie Upgrade. Das war auf der 3. Okay, was war das denn jetzt für ein Tonaussetzer? Gut, Wolfsfelle beschaffe ich nebenbei mal. Ah, da ist Talos. Ja, dann reise ich mal hier hin. Viech. Ah, ich gucke auch mal ins Inventar, ob ich neue Spielzeug habe. Nope. Nope. Ah. Ja. Söldnergürtel. Kann ich das gleich mal zerlegen. Musik. Ja, ich frage mich auch noch, wann das Intro kommt, ne, wo dann rausgezoomt wird, Assassin's Creed Odyssey. Ach du Kacke. Au. Au. Ins Knie. Das ist viel zu leicht. Ins Knie. Oh, shit. Au. Ah, shit. Oh, voll daneben gesprungen.
Ich prügel den hier einmal durch die Gegend. Au. Komm mal wieder runter hier, bitte. Ah, shit. Wow. Shit. Wow. Bam, Junge, fick dich. Das Kampfsystem macht Spaß. Den Auftrag besser abgelehnt, Talos. Arena-Einladung. Krieger, die Arena von Pevki ist die erste Arena in der gesamten griechischen Welt. Als letzter lebender Held der Arena suche ich nun die besten Kämpfer von überall her, damit sie auch auf der spektakulärsten Bühne um der Ehre des Vergnügens und der Drachmenwillen antreten. Euer Ruf eilt euch voraus. Nur wenige töten so gut und poetisch wie ihr. Bei Interesse sucht mich am Piratencup oder meinen Partner Mayon am Kriegergrab in Pevki auf. Skura, Held der Arena von Pevki. Wow, das war jetzt ein starker Kampf. Das hat Spaß gemacht. Der Kampf war auch angenehmer als gegen die Philakitai. Okay, ich muss erstmal Stufe 5 werden, um den krassen Shit zu tragen. Das Kampfsystem motiviert. Aber wie in allen Assassin's Creed-Teilen, ist das Parieren einfach zu stark. Es hat... Also Parieren in Assassin's Creed hatte bisher immer ein sehr angenehmes Zeitfenster. Und hat dann entsprechend auch ordentlich reingescheppert. Parieren macht Spaß. Das Kampfsystem hier macht Spaß. Wie lief es mit Markus? Wie es Polos. Immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Ey, ich hab grad beide Hände voll. Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh, hast du dir Drachmen geliehen? Nicht dieser Art Schuld. Nur wenige würden eine Ausreißerin aufnehmen, die sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah, ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Was willst du, Phoebe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin keine Göttin. Aber Ikaros ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Ach, na schön. Ich sehe es mir an. Neue Quest. Das Brennfieber. Ich glaube, hier oben ist... Ah, okay. Die goldenen Ausrufezeichen-Quests sind Hauptquests und weiß sind Nebenquests. Da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bognerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun. Mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Markus. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt?
Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidian-Auge. Er sollte stillhalten, sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein, es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm, bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist nicht nur Obsidian. Es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Na toll, mit einem Tutorial. Eine Stealth-Mission. Wo ist denn hier mein Vogel da? So, ich spreche erstmal mit den kranken Einwohnern. Jetzt zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Ich würde gerne Markus umlegen. Au. So, Wolfsfell. Dann kann ich auch die Felle abgeben. So, weiches Leder. Bei den Göttern. Was ist hier passiert? Er sieht mir nach einem Brand aus. Oh, lol. Was? Ostraker-Rätsel gelöst. Hier, Beute. Es leicht sich in... Griechisch Welt Kefalenia. Es ist leicht, sich in schlechten Zeiten von den Göttern abzuwenden. Geh zum verbrannten Tempel in Kausos. Im verfluchten Tal von Palais findest du mich in einem Haufen brennender Asche, wo ein Gläubiger seinen Posten aufgegeben hat, um ein neues Leben als Pirat zu führen. Kefalenia, hast du den Sprung gewagt? Alle auf der Insel glauben, hier könne man am tiefsten tauchen. Es gibt einen See an der Küste der Kolyadai oder Kolyadai, der bodenlos sein soll. Wenn du so tief tauchen kannst wie die Frau aus Marmor, wirst du mich finden können. So werde ich, denke ich mal, nach Tauchfähigkeiten irgendwie skillen müssen. Okay, 0 Skillpunkte, schade. Ich weiß übrigens nicht, ob ich den hätte angreifen sollen. Ich hab's einfach mal gemacht, weil die Leute sahen mir ein bisschen bedrängt aus. Also dachte ich mir, hey, lege ich die einfach mal um. Ich hoffe, es war richtig. Da können die das nächste Mal nicht so weit wegfliehen. Ihr seht glücklich aus, also war es wohl gut. Du bist eine Heldin! Dieser
Priester kam aus der Unterwelt. Ein toller Mann der Götter. Ach, dich schickten die wahren Götter. Wir sollten los. Wir können zwar reisen, aber wir müssen noch behandelt werden. Bevor du gehst, nimm meine Drachmen. Ich habe nicht genug Geld, um dich zu entlohnen. Das ist alles. Das ist nicht notwendig. Habt eine gute Reise. Du bist ein Geschenk der Götter, Adlerfrau. Mögen sie dich segnen. Leb wohl, Kina. Gute Reise. Ich nehme doch von armen Menschen kein Geld. Sie sollen froh sein, wenn sie irgendwo gut unterkommen, aber ich nehme doch kein Geld von armen Menschen. Karte. Da drüben, okay. Kann ich irgendwie in die Stadt zurückreisen? Schiffsdock, Schnellreise, ja, Gott sei Dank. Weil der Aussichtspunkt ist halt schon ein bisschen, ja, er ist zentral auf der Insel, aber meine Fresse ist der weit weg vom Schuss. Du, du, dum, dum, dum. Ja, eventuell muss ich doch langsam mal eine SSD nachrüsten, weil ich glaube, die Leistung meiner Spiele wird sehr stark durch meine HDD ausgebremst. Ich habe starke Bauteile, aber nutze halt sehr gerne HDD-Festplatten und ich glaube, die modernen Spiele haben damit tatsächlich Probleme. Ich hätte wissen müssen, dass du es bist, der die Fälle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Cassandra erfüllt jeden Auftrag. Sag's nicht, Markus, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben, aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Fälle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie, gute Drachmen für mich. Hier sind sie. Es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Halt dich aus Ärger raus, Ilos. Das solltest du besser auch. Das Geld nehme ich gerne. Du bekommst jederzeit eine Empfehlung für deine Söldnerarbeit von mir. Level up. So, was haben wir hier? Lebe weiter, um weiter zu kämpfen. Cool. Ermächtigen Feuer. Mhm. Ui, das ist cool. Was haben wir hier? Giftmischer. Okay, Gifteffektivität. Okay, Flashbang. Ui. Okay. Attentate. Gut, ich rede mal kurz mit dem Schmied. Wobei, ich rüste mich erstmal um. Weil jetzt habe ich ja durch Stufe 5 doch ein bisschen was erhalten. Attentatsschaden, Kriegerschaden. Nehme ich das da. Ich darf mittlerweile den Helm tragen, den prachtvollen mykenischen Helm, aber den habe ich, glaube ich, auch bekommen durch das Uplay-Ding. Ja, das ganze mykenische Geraffel. Ja, ich glaube, das sollte ich dann nicht tragen. Die kann ich tragen. Die habe ich ehrlich verdient. Ägyptischer Machart. Magi-Bogen. Schaden bei Tieren, Giftschaden.
Okay, den Magi-Bogen, weiß nicht, den nehme ich. Kann ich den Helm auch ausblenden? Ja, danke. Nee, den Helm nehme ich auch. Ja, ich nehme die Gegenstände. Okay, stark. Gravurenliste. Ja. Okay. Bewaffnung. 5000 kostet's. Wo habe. Ja. Muss ich noch ein bisschen verstricken. So. Und wie sieht es aus? Kriegerschaden. Durchschnittlicher Nahkampfschaden. Durchschnittlicher Schaden für Attentat und Niederschläge. Mhm. Okay, dann verstehe ich auch das System. Cool. Verbessern. Ah, okay, Stufe hoch. Gravieren. Schwertschaden. Achso, ah, hier, mhm. Okay, aha. Okay, jetzt kriege ich auch Adrenalin für Treffer. Und die Gravur kann ich auch immer ändern. Cool. Okay. Verkaufen. Alle Handelsgüter verkaufen. Genau. Das kann ich bei dir einkaufen. Ja gut, theoretisch Waffen. Oh, ein Vollboss-Skin. Vorboss, nicht Vollboss. Ein Vollboss-Skin. Kleines Mädchen, ich hab da was für dich. Gut. Dann bedanke ich mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ah, ich kann speichern. Cool. Ich kann aktiv speichern. Das ist nicht schlecht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.